Emotionen weckt und sehr, sehr viele Zuschauer anlockt. Und beide Mannschaften hofften auf den Torschrei ihrer Torjäger. Sabitzer beim LASK und Stumpf beim FC Kiel Linz. 15.000 Zuschauer heute Abend im Linzer Stadion. So viel hat es im Frühjahr noch nie gegeben, obwohl es leicht regnet. Und der FC Linz, der große Außenseiter, ganz im Blau, von rechts nach links mit der ersten Möglichkeit. Ronny Brunnmeier und LASK-Tormann Schickelgruber. Brunnmeier, das große Talent, das vor einigen Tagen gegen die Admira beide Tore geschossen hat. Gleich in der ersten Minute diese Riesenmöglichkeit für den Außenseiter in Führung zu gehen. Aber Schickelgruber aufmerksam. Der LASK über Ramusch, kommt hier an Bosniakow vorbei. Achten Sie auf die Szene, Hoffmann, Elfmeter oder nicht? Auf alle Fälle, Schiedsrichter Schüttengruber gibt keinen Elfmeter. Schauen wir uns das noch einmal an. Ramusch, bisschen empört. Urteilen Sie selbst, auf alle Fälle, kein Elfmeter nach dieser Attacke an Ramusch. Das Match ausgeglichen, der LASK technisch etwas besser, hier über Linzmeier. Und ein Kopfball von Thomas Weißenberger, der in der laufenden Meisterschaft nur ein einziges Tor bisher geschossen hat. Das ist Schickelgruber. Fehler Bozniakow. Sabitzer. Immer noch Sabitzer. Und da ist Weißenberger und Tor. 1:0 in der 8. Minute für den LASK in diesem 69. Linzer Derby. Noch einmal. Sabitzer. Will schießen, es wird eine Flanke daraus, Bozniakow, der Libero des FC Linz, rutscht aus. Und da ist Thomas Weißenberger schneller als der junge Fuchsjäger und erzielt das 1:0. Noch einmal, Anna Tormann Saurer vorbei. Noch einmal der Sturz von Bozniakow und der peinschnelle Weißenberger. Auf alle Fälle 1:0 für den LASK nach 8 Minuten. Das Match temporeich, das Mittelfeld wird jeweils schnell überbrückt. Seber. Stumpf, mit 11 Treffern, der beste Schütze der Linzer und zu schwach ausgefallen, dieser Schuss von Brunnmeier. Hier haben sie mit der Nummer 11, Ronny Brunnmeier, von dem man sicherlich noch viel hören wird. Dann nimmt Trainer Knaller den jungen Fuchsjäger aus dem Spiel und bringt Husbeck. Zwar auch ein junger Spieler, aber immer wieder von Beginn an mit dabei. Seber. Verwirrung in der Abwehr des LASK und Tor, Ausgleich, 22. Minute, der Ausgleich durch Ronny Brunnmeier, diesen Ausnahmetalent des FC Linz, noch einmal aus anderer Szene, Abwehrfehler beim LASK und Ronny Brunnmeier erzielt den Ausgleich noch einmal in einer dritten Einstellung, dieser Treffer des FC Kiel Linz, das Match wieder völlig offen. Dann wieder Schickelgruber. Der LASK versucht immer wieder mit weiten Ausschüssen das Mittelfeld zu überbrücken. Dann noch einmal Schickelgruber, ein missglückter Abschlag, Hoffmann aus 45 Meter. Glück für den LASK in dieser Szene. Dieser Ball hätte auch ins leere Tor gehen können. Weiterhin 1:1. Dann auf der anderen Seite Hoffmann. Attacke hier von Heiden. Ja, und da reklamiert natürlich der FC Linz-Spieler, und zwar weiß Linnemeier noch einmal, auch hier urteilen sie selbst, ich glaube, da hätte man sogar Elfmeter geben können, auf alle Fälle auch hier Schüttengruber, kein Elfmeter, weiterhin 1:1. Der LASK wird über Weißenberger, Sabitzer mit der Ferse und Tormann Andi Saurer, sein Vater Helmut Saurer war lange Zeit LASK-Tormann. Noch einmal Sabitzer und die beiden Schützen im Interview. Was hat der Trainer gesagt jetzt? Ja, wir sollen weiter voll angreifen und schauen, dass wir gewinnen. Was hat der Trainer gesagt? Wir müssen jetzt weiterkämpfen und schauen, dass wir in der zweiten Hälfte noch ein Tor machen. Naja, wie sich die Aussagen gleichen. Der LASK über Linzmeier, der heute ein enormes Laufpensum hinlegt. Heiden, Weißenberger und Tor! 50. Minute, der erste Angriff des LASK nach der Pause. Und der kleine Thomas Weißenberger erzielt sein drittes Saisontor, bisher nur einen einzigen Treffer erzielt. Und dann im Derby gleich zwei. Noch einmal Heiden, der ehemalige St. Pöltner. Der kleine Weißenberger springt am höchsten. Keine Chance für Saurer. 2:1 für den LASK. Beide Mannschaften haben ja viele Ausfälle zu beklagen. Schauen wir uns dieses Tor noch einmal an. Vor allem beim FC Linz Laschinger, Werner, Celic und Dusbarer. Dusbarer ist gesperrt. Auf der anderen Seite fehlen Grüneis, Hochmeier und Stromberger beim LASK. Hier ein Foul an Ramusch, Ramusch in der Form seines Lebens.
dürfte auch im nächsten Teamkader gegen Liechtenstein mit dabei sein und der Freistoß von Sascha Medlitzky keine Probleme für Sauber. Gute Szenen auf beiden Seiten. Eckball für den FC Kehli Linz, Stumpf und an die Querlatte, an die obere Querlatte. Also das hätte durchaus der Ausgleich sein können. Schauen wir uns das noch einmal an. Stumpf springt am höchsten. Da wäre Schickelgruber nicht mehr an den Ball gekommen. Aber die Querlatte rettet für den LASK. Der FC Linz muss jetzt total aufmachen und das gibt natürlich Konterchancen für den LASK. Hier über Linzmeier, Saurer, Sabitzer und da ist Schneidner gerade noch dazwischen. Also wirklich gute Torszenen auf beiden Seiten, viel Dramatik. Noch einmal der Schuss von Linzmeier und in dem Bruchteil einer Sekunde ist Schneidner schneller hier als Sabitzer. Weiterhin 2:1 für die Athletiker. Dann der eingewechselte Waldhör. Wieder Brunnmeier. Wäre eine Chance geworden, hätte er den Ball richtig erwischt. Outeinwurf Husbeck. Einer der stärksten beim FC Linz im Mittelfeld, obwohl er erst nach etwa 20 Minuten gekommen ist. Dann Linzmeier. Wo nimmt er die Kraft her? Der 32-jährige herrliche Pass auf Weißenberger. Und da ist Saurer weit herausgekommen und kann diese brenzlige Situation bereinigen. Noch ist alles offen in diesem Match. 92. Minute. Zunächst der Wechsel. Gorinovic kommt für den zweifachen Torschützen Weißenberger. Und jetzt noch die Möglichkeit zum Ausgleich für den FC Linz. 92. Minute. Christian Stumpf in die Mauer. Nichts geworden. Und sofort der Konter des LASK. Da ist jetzt alles offen. Da ist viel Platz für Gorinovic. Immer noch Gorinovic. Da läuft Ruß mit, Ruß und Tor. 92. Minute, das war die endgültige Entscheidung. Der LASK gewinnt dieses 69. Derby gegen den FC Kehli Linz mit 3:1. Letztlich doch nicht unverdient. Noch einmal dieser Treffer. Der LASK weiter im Vorwärtsgang. Der FC Kehli wird sich mit der Relegation langsam aber sicher abfinden müssen. Wirklich? Ja, sicher. Mein, vorher habe ich sehr viele Chancen vernebelt. Also habe 400%ige Torschance nicht reingetan und da muss ich dem Trainer ein Kompliment aussprechen. Er hat mir immer das Vertrauen geschenkt und ich hoffe, dass ich heute gerechtfertigt habe. Der LASK ist die Nummer 1 in Linz, in Oberösterreich und weit auf dem Marsch nach vorne. Das haben wir von Haus aus gesagt, wir wollen in Oberösterreich die Nummer 1 sein. Das sind wir jetzt. Ich hoffe, wir bleiben jetzt bis zum Schluss. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist ganz klar. Wir konzentrieren uns schon auf das nächste Spiel in Kap jetzt und dann gegen Rapid. Und ich hoffe, dass die Mannschaft weiter so in Form bleibt und dass sie den Zuschauern wirklich eine Freude machen mit ihrem Spiel. Wir haben uns jetzt eigentlich von Runde zu Runde gesteigert. Heute war irrsinnig viel Feuer drin, irrsinnig viel Engagement. Die Kulisse hat das seine dazu beigetragen. Es war ein wunderbares Spiel. Der Sieger hätte ohne weiteres FC Kehli Linz heißen können. Ja, aber geheißen hat der LASK und das bedeutet auch auf dem Totoschein Spiel 4:3:1 und Tipp 1. Und für den LASK zählt dieser Sieg sicherlich doppelt, für den FC Linz ist die Niederlage doppelt bitter. Warum? Das zeigt die Tabelle jetzt in unserer Rundenzusammenfassung.